Christian Heidel wusste genau, dass heute alle nur auf ihn schauen würden. Er wusste, was auf ihn zukommt. Seit Monaten kocht das Thema hoch und erhitzt die Gemüter. Der Mainzer Manager hat ein Angebot des FC Schalke. Und am Freitag kommen diese Schalker zum FSV. Eine pikante Situation. Ich habe immer gesagt, sollte es eine Entscheidung geben, egal in welche Richtung, gebe ich das selbstverständlich bekannt. Oder Mainz 05 gibt es bekannt oder Schalke 04 gibt es bekannt. Momentan Wasserstandsmeldung möchte ich nicht geben, weil ich auch den Betrieb auf Schalke und den Betrieb auch auf Mainz in keinster Weise irgendwie aus dem Tritt bringen möchte. Momentan klappt das ganz gut. Eigentlich wäre die Bundesliga-Partie ein perfekter Zeitpunkt zum Outing. Es ist kein Geheimnis, dass Heidel sehr gerne noch einmal eine neue Herausforderung annehmen würde. In Mainz, seiner Heimatstadt, wird kolportiert, dass er den Schalkern längst sein Ja-Wort gegeben hätte. Ein Vierjahresvertrag und ein Gehalt von mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr sollen bereits ausgehandelt sein. Heidel allerdings betont gebetsmühlenartig, dass noch nichts endgültig geklärt sei. Doch die Entscheidung muss fallen, und zwar schnell, sonst sorgt das Thema weiter für Unruhe. Ich kann es jetzt nicht in Tagen genau beziffern, aber klar ist natürlich, dass da irgendwann jetzt in Kürze Klarheit rein muss. Aber bitte halten Sie sich jetzt nicht an der nächsten Woche fest. Seit 24 Jahren ist Heidel Manager in Mainz. Unter seiner Führung ist der Verein zu einem etablierten und gesunden Bundesliga-Club gewachsen. An seiner Loyalität gibt es keine Zweifel. Auch nicht vor der Partie gegen seinen vermeintlich neuen Verein. Das war ja fast absurd, die Frage, wem drücken Sie die Daumen und für wen schlägt Ihr Herz? Also jetzt musst du dich mal vorstellen, was würde denn ein Schalke von mir halten? Ich würde heute sagen, für Schalke. Ja, der wird mich ja keiner mehr ernst nehmen dort. Selbstverständlich möchte ich unbedingt, dass Mainz 05 morgen dieses Spiel gewinnt. Christian Heidel will, dass sein Herzensverein bei einem Wechsel keinen Schaden nehmen dürfe. In Bezug auf seine Zukunft lässt er die Öffentlichkeit weiter zappeln.